Musst du nicht nochmal eine Anmoderation machen? Ja, kann auch ich gerne hi. Machen. Servus und herzlich willkommen am ist Channel. Ich bin nicht bei Servus TV. Ich habe Servus und herzlich willkommen gesagt. So. Hallo, ihr Sklaven, für alle, die Latein können. Hallo und herzlich willkommen am Kanal von Spielraum. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deck Wars. Ich bin's wieder, euer Matthias, und ich habe wieder Just Becky mitgebracht. Hallöchen. Oder sie sitzt eigentlich immer noch ja. hier, ich habe sie nicht gehen lassen. Ich brauche eine Revanche. Wir haben es wieder wie letztes Mal gemacht. Du hast ein ja. Deck von mir, ja. ich habe ein Deck von dir. Es ist wieder besser durchgestylt. Mhm. Die Kartenanzahl ist jetzt schon reduziert. Es sind nur noch 61 Karten, mit denen ich spielen muss. Dafür musst du mit den rutschigen Ey, ich spielen. Ich bin so wuschig. Schau dir das an, ja. das ist ja richtig flutschig hier. Schauen wir mal, ich werde einen Charge rufen, wenn die wegrutschen. Gell? Also aufpassen. Ja, kann ich ja ich bin nichts da dafür. Full Series, diesmal muss ich gewinnen. Ja, okay. Höher? Höher. Ah. Na, come on. So, der Einser kommt. Ah, ja. Mindestmaß an Anstrengung hier. So, fängst du diesmal an? Ja, natürlich. Okay. Naja, natürlich, das letzte Mal habe ich angefangen und du hast gewonnen. Naja. Vielleicht war es die eine Extrakarte, die du gehabt hast. Die eine Extrakarte, die hat es ja. ausgewählt. Boah, das ist ja richtig, nicht. Richtig flutschig in den Händen. Also auch Double Gesleeved ist da. Das ist ja nur gute Karten hier. Ich weiß gar nicht, wie wir es mal gehen. Ah, na doch, den einen gehen wir weg, glaube ich. Das ist mir zu langsam. Das ist grundsätzlich eine gute Karte, aber wir werden den einmal so. Wegschicken. Abgesehen davon ist er bei der Arbeit, da stören wir nicht. Der Genie. Ich weiß nicht, ob ich das will oder sollte. Warte, mach erstmal weg. Mach ich zu Tinte, spiele ich aus. Mach ich auch weg. So, ich spiele heute. Zwei. Puh, ich tue mir noch ganz schwer dabei, die Farben richtig zu benennen. Die Farben. Emerald Ruby. Oder? Emerald. Emerald Ruby. Und du Rubin? Spielst. Ja. Ich spiele Amethyst Rubin. Rubin, ja. Das Evasive-Deck gegen das yes. böse Kontrolldeck. Schauen wir mal. Ja, aber ich bin mit dem Kontrolldeck noch nicht so bewandert. Also das habe ich mhm. noch nicht so oft gespielt. So oft. Also das wäre jetzt, ich habe das vielleicht zwei oder dreimal gespielt. Deswegen wird das spannend. Mhm. Okay. Na bitte. Dann beginnen wir. Ich fange damit an, einen Maui zu tinten mhm. und spiele dafür einen Archimedes. Aha, bist du das Argo-Deck, yeah. oder wie? Ja, ich glaube schon. Scheinbar. Ach, verstehst, da schaffelt man weg, zieht man gleich wieder. Ja, das ist mir jetzt auch gerade so gegangen. Habe erstmal was weggemacht und dann gleich wieder bekommen. So, Sergeant Tips mhm. zur Stelle. Hol deinen Sergeant Tips. Yes, sir, right to, sir. Right away, sir. Bitteschön. Perfekt. Wir müssen das nochmal beginnen, das Match. Weil, was hast du gemacht? Habe ich eine Karte gezogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, habe ich nicht. Na, okay, Mann, schock mich nicht. Ich hatte gerade Urschreck. Ja, wirklich, weil es ist mir schon einmal passiert. Deswegen. Dass du Runde 1 auch eine Karte gezogen eine hast. Karte gezogen ist hab, weil aber besser, muss man sagen, wenn man mit einer extra Karte startet. Ja, ja ist also natürlich, aber das war halt, weil ich habe halt immer, schon öfter. Ich war es halt so gewohnt, weil ich immer verliere und dann darf ich ja immer starten. Ja. Und dann. Ach so ist das, dann hätte eigentlich hier starten dürfen, gell? Ist das, ah ja, naja, ist ja ein neues Match. Ah, okay, na gut. Okidoki, was machen wir jetzt? Hm. Ich muss was tinten. Ich tinte den. Den Aladdin. Den Aladdin. Mhm. Und für zwei. Besonders gut gefällt mir deine Organisation der Tintenkarten. Ja. So ja, irgendwie so ja, warte mal, wie tut man das schön ja, hingegen? Genau, zeig perfekt, mir das. Schon, so, okay, genau. Und dann mache ich so. Ja, okay. Immer alles in die gleiche Richtung, ne? Immer in die gleiche, okay. In der Besteckschale haust du ja auch nicht die Gabeln okay. verkehrt am Rand. Okay. Ein Wunderspiegel. Oder ein Wunderspiegel. Jetzt schon. Okay. Naja, was soll ich tun? Mit Archimedes gehe ich Kästen. Jawohl. Wunderbar, dann geht's weiter. Was machen yes. die eigentlich so? Aha. Achso, das ist eine, die. Ich glaube, ich werde dir gleich zur Tinte machen. Schau, die Cruella de Vil, mhm. die hat irgendwie, da haben sie beim deutschen Text was geändert, ne? Echt? Verschüttet? Da steht, also jetzt steht, wenn dieser Charakter durch eine Herausforderung verbannt wird, darfst du einen Charakter deiner Wahl zurück auf die zugehörige Hand schicken. Ja. Und jetzt steht irgendwie oben, ich weiß gar nicht genau, was sie spezifiziert haben. Wann? Ich glaube, es muss in deiner Runde sein. Oder ah, so okay. Spannend. Irgendwas haben sie da geändert. Ich finde es ja auch lustig mit dem Stitch, der ja die falschen Lorpunkte ja. hat. Die machen es den Deutschen schwerer halt. Ja, echt. So, ich werde mal einen Flynn Rider spielen. Ja. Der kriegt im nächsten Kapitel eine neue Karte. Hast du die ja. schon gesehen? Habe ich schon gesehen. Sehr cool.
Flynn ist ein Süßi, beziehungsweise er ist ja nicht Flynn Rider, sondern der Eugene Fritz Herbert, glaube ich. Aber Eugene auf jeden Fall. Eugene. Der Eugene. So, mein Sergeant Tipps wird eine Legende holen. Der möchte nicht gegen deine Eule kämpfen. Er hätte auch keine Chance. Eigentlich schon. Eigentlich. Bin ich? Aber ich bin das Argo-Deck, ich brauche die Legenden. Ja, ja, bitte, bitte. Ja, okay. Das ist ja alles hier heute wieder sehr... Naja, da fehlt mir noch ein bisschen was, um zu gewinnen, glaube ich. Das kostet vier Legenden, sage ich. Vier Tinte, das ist urteuer. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so eine gute Karte, wenn ich ehrlich bin. Ist halt nur gut, wenn du dann wirklich ganz, ganz late bist. Ja. Was ist das? Ursulas Kessel? Ja, der Kessel. Der Kessel ist richtig gut, weil da kannst du halt eben die ersten zwei anschauen und dann eine oben und eine unten hinlegen. Ja. Ich tinte einen Aladdin. Schon wieder? Was hat er dir getan? Ja, eigentlich ist es eh blöd, aber ich will eigentlich lieber die Malefiz haben. Wenn ich sie ausspiele, darf ich eine Karte ziehen. Der Archimedes ist so schnell unterwegs, der ist schon jetzt schon wieder beim Legenden sammeln. Ja, das weiß ich nicht. Kann ja sein, dass du gleich wieder benutzt. Wenn ich nicht gleich wieder benutzen. Warte, ich muss mal ganz kurz den Flynn lesen, weil das nochmal. Jedes Mal, wenn dieser Charakter herausgefordert wird, wählt er eine Karte, das genau das war das. Also, wenn ich ihn jetzt töte, hoppala, kann ich ja eh nicht, weil er nicht gedingstelt ist, aber da muss ich einen weggeben. Das wollen wir erstmal nicht. Gehen wir ganz entspannt. Auch eine Legende. Ja, das Legendenrennen. Glaube ich, werde ich gleich einmal in Führung gehen wollen mit meinem Flynn-Boy. Schon wieder so eine. Schwierig. Echt nicht so leicht. Na, ich werde mal. Schau ich mir so einen Pongo. Ja. Den werde ich zur Tinte verwandeln. Okay, das war eh gut. Dann werde ich hier mal drei Legenden sammeln. Gehe ich auf vier. Was ist denn so der Unterschied zwischen deinem Deck und meinem Deck? Also für jetzt Leute, die es vielleicht so wie ich gerade erst angefangen habe, so mit Trading Card Games, was bedeutet Kontrolldeck? Oder was ist also die. Das Kontrolldeck versucht die Kontrolle, daher der Name, über das Spielfeld und das Spiel im Allgemeinen zu erlangen. Das heißt, dein primärer Plan ist es, alle meine Karten, die ich ausspiele, zu beantworten, das Feld unter Kontrolle zu bekommen und dann im späteren Spielverlauf durch Kartenvorteil, das ist, wenn man mehr Karten als der Gegner hat, die man zum Beispiel durch diesen Wunderspiel generiert, das Spiel zu gewinnen, indem du einfach mehr Ressourcen hast. Mehr Karten sind mehr Ressourcen und dann gewinnst du das Spiel. Ich bin das komplette Gegenteil von deinem Deck. Ich versuche das Spiel so schnell wie möglich zu gewinnen. Ich bin sehr aggressiv, deswegen ein Agro-Deck. Und darum sieht man, ich habe jetzt auch schon hier drei Charaktere um deinen Gegenstand ausgespielt und hoffe, dass ich gewinne, bevor du die Kontrolle übernimmst. Okay. Da sehe ich, dass das Kontrolldeck überhaupt nicht mein Deck ist, weil ich bin schon mehr der volle Kanne rein. Ja, darum hast du da auch, dass du auch schon zwei Charaktere im Gegenstand liegen halt, ne? Vielleicht. So, bitteschön. Okay, passt. Du bist doch schon dran. Dankeschön für die Erklärung. So, wir sind jetzt hier alle mal geredet. Ich darf eine Karte ziehen. Und ich tinte. Man kann hier in der App, ich werde das einfach währenddessen. Ja, das macht das mal. Kurz. Ja. Man kann hier in dem Katalog nämlich. Ach, ich habe kein Internet. Na, dann kann ich es euch nicht herzeigen. Was solltest du zeigen? Ich wollte zeigen, dass es da einen Errater gibt und man sich das anschauen kann, wie die Cruella de Vil. Ah, ja, das funktioniert, stimmt. Ja, also das ist die offizielle Lokana-App von Ravensburger. Besen zu Tinte. Ja, Besen zu Tinte. Und für drei hole ich die Elsa. So, das ist echt blöd, weil ich will eigentlich gar nichts aus meiner Hand gerade abwerfen. Tja, das macht den Flynn ja so gut. Das macht den Flynn gerade so gut, ja. Aber ich gehe mir mit dem Archimedes mal den Tipps holen. Und mit der Cruella... Ah, mit der Malefiz, Entschuldigung, gehe ich Lorn. Und du bist dran. Alles klar. Eine Elsa. Ah, noch eins davon. Da weiß man nie,
da mehrere gut sind. Ich bin ja, also dieses Schild sehe jetzt sehr viel, muss ich sagen, und ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin. Ja, ich Das habe ist schon auch noch, teuer, gell? ja, es ist schon teuer. Ich habe auch noch nicht final entschieden, wie geil ich es finde. Also, ich glaube, ich habe es dreimal im Deck. Zweimal mindestens, hier schon, Ja, da ist ein genau. zweites Mal dran, das muss Genau, man und das gleich ist mal. dann auch so immer so ein Tintending. Naja. Gott, also wenn man es nicht hinten könnte, wüsste ich Ja, nicht, ob man es genau. so Ich glaube viel auch, wenn ich es spielen nicht würde. tinten könnte, dann glaube ich, hätte ich es auch nicht im Deck. Schwierig, bisschen blöd hier alles. Naja, ich werde mir hier einfach mal drei Legenden holen und auf 7 gehen. Und dann, haha, jetzt kommen die Vorzüge dieses Decks. Ich werde eine Naseweis spielen, die ist nämlich wendig. Und wendige Charaktere können nur von anderen wendigen Charakteren herausgefordert werden. Und keiner deiner Charaktere ist aktuell wendig. Nein, leider nicht. Bitteschön. Okay. Wird alles hübsch. Elsa darf nach Alles vorne, die bereit. ist getrocknet. Sehe schon, die Becky Wunderbar. hat vom letzten Mal ihre Ja, ich. Pokerskills nicht verfeinert. Nein. Aber ich ziehe halt auch so. Oh, anstrengend. 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 Ja. So viel Text auf den Karten immer, gell? So. Na, wie macht man das jetzt? Aber kannst du auch einfach eine Karte mit dem Wunderspiegel ziehen? Schau, dann hast du mehr Optionen. Ja, nein, nein, das passt Ich schon habe mehr so. Zeit. Ist schon okay. Ich tinte einen Drachen. Die große Der, die Malefiz. große Malefiz bringt mir jetzt einfach gerade noch nichts. So. Das sind mir ein paar Leute gesagt, dass sie glauben, dass Malefiz im Schnitt die besten Karten im ersten Set hat. Ne? Ja, finde ich Die hat auch. echt, da ist echt jede Diese, Karte gut. die da ist halt richtig gut mit dem, dass du eine Karte ziehen darfst und diese andere Malefiz, die nur eins kostet. Ich glaube, die kostet nur ein Tinte und die hat aber zwei Lore. Die ist wie die Lilo in den die Ja, Stern-Dings genau. Lilo. Und das finde Ja. ich, die finde ich auch richtig Und stark. zwei blaue gibt es auch noch, ne? Ja. Die für Ja. vier, die Ja. drei, vier sonst für zwei Ja. questet und die fünf, die für drei Ja, questet und also drei sechs ist Malefiz ja. hat echt Malefiz da ist bekommen. wirklich gut. Wie machen wir denn zuerst? Mache ich das dann nächste Runde? Die kann ich so nicht angreifen, das heißt. Ich muss nur kurz überlegen, was jetzt der gescheiteste Move ist. Bitte, bitte. Ist mir lieber, wenn du es Runde 5 erst machst und nicht schon die vorigen Runden, weil sonst dann gewinne ich vielleicht. So, ich habe jetzt fünf. Genau, ich habe jetzt fünf. Die Elsa kann einen gegnerischen Charakter schöpfen. Das heißt, ich Ist könnte. der Maui wendig? Der Maui ist Der ist nur rasant nicht. und Der ist impulsiv, rasant ne? und impulsiv, ja. Gut zu wissen, dass du einen in der Hand hast. Ich habe keinen in der Hand. Wer sagt, dass ich einen in der Hand habe? Na gut, wir spielen mal 5. Ich spiele auf jeden Fall für 5. Ja. Okay, Rebecca, jetzt denk gut nach. Und wenn du das tötest, Du da meinst muss ich. verbannst. Entschuldigung, wenn du das verbannst, dann. Bei Flynn muss ich eine Handkarte abwerfen. Es sei denn, du Drachenfeuerst, denn du musst natürlich keine Dann muss abwerfen. ich keinen ab. Ja, natürlich, das ist mir schon klar. Die Frage ist nur, ich spiele das Drachenfeuer, aber die Nase weiß, kriege ich ansonsten nicht weg. Nägel, Schau, ich kann mit den die Nägeln. ist auch so wendig, ja. Genau, wenn du den Charakter ausspielst, der Charakter in der Wahl, ist es eh wurscht. Das, Gut. der zweite Effekt ist Ja, das egal, ist er hat egal. nichts gemacht. Okay, aber. Aber wendig ist es unfair. Wendiges Kacker. Ciao, Naseweiß. Tschüss, Papa. Tschüss, Baba. Hat mich gefreut. Mich auch. Und. So. Müssen es die zwei machen. Ich muss eine Handkarte abwerfen. Aber dann ist zumindest der Flynn mal weg. Das passt schon. Es ist okay. Das passt. Das passt. Ich greife den Flynn an. Wieder schon. Nein, nein, der ist nur 1, 2. Deine bleibt sogar. Ach so, oh, nice. Geil. Okay, das habe ich gerade. Ich habe. Schön, schön, schön. Wenn der 2-2 wäre, das wäre schon sehr stark. Und ich werfe. Seid bereit. Gut für mich. Ja, das tut sehr weh. Aber es ist okay.
Es ist okay. Und dann geht die Elsa noch küssen. Jawohl. Bist auch schon auf 4. Dafür, dass ich das Aggro-Deck bin, habe ich da gar nicht so viel Vorsprung. Hui, was ist denn hier los? So, als allererstes mal wird meine Cruella de Vil den Flynn rächen. Tschüss. So, da. Puh, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Not gegen Elend. Was spiele ich? Ja, einen muss ich leider zur Tinte machen, um den anderen zu spielen. Aber, also ich werde den verrückten Hutmacher zur Tinte machen. Ja, das verstehe ich. Schwierige Entscheidung, ja. Aber weil du schon die Nase weiß nicht wolltest, dann habe ich jetzt einfach den Wieso spiele ich eigentlich gegen mein Deck so? Goofy Draufgänger. Mhm. Hier beim, ich weiß nicht, wie das heißt, nicht Paragleiten, aber... Wingsuit ist das. Ja, genau. Und wie heißt das, wenn man das anhat? Wingsuiten. Wingsuiten. Okay. Wingsuitet sich durch der die Gegend. Der wingsuitende Goofy. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie das heißt. Oder wenn ihr das selber schon mal gemacht habt. Das wäre absurd. Bitteschön. Bist du schon mal? Gewingsuitet? So nein, aber falsch gesprungen oder na, sowas? Na, das ist, glaube ich, nichts für mich. Die Ratio von Kick und Spaß zu es geht was schief und du bist tot, zahlt sich für mich nicht aus. Okay, ich habe das einmal kurz durchgerechnet. Das lohnt sich nicht, meinst du? Ja. Okay. Also, weißt du, ja. Macht es, wenn du es wollt. So, wenn ich die Cruella nochmal, wenn ich die jetzt töte, Entschuldigung, nochmal, ja. Wir schneiden das hier, cut. Dann wenn ich die jetzt verbanne, ich deine Elsa auf die Hand. Dann oder meinen Goofy. Dann kommt die Karte einfach nur wieder zurück auf die Hand. Ich glaube, ich kann oder? Eine meiner Wahl zurück. Deiner Wahl, okay. Genau, das heißt, wenn du sie verbannst, solltest du zusätzliche Charaktere erst später ausspielen. Zusätzliche Charaktere erst später. Es sei denn, das Malefiz, ne, dann kannst du eine Karte ziehen und dann, ja. Wenn ich die... Würdest du noch eine Karte? Okay. Ja, na, dann machen wir das gleich. Ne? Ja, ja, dann machen wir das gleich mal. Das ist wirklich eine Malefiz. Na. Für 3 eine Malefiz. Okay, na dann werde ich vielleicht dann doch deine Elsa zurückbringen. Kann jetzt mal eine Karte ziehen? Mhm. Okidoki. Ist das sei bereit? Vielleicht. Ja, die Sache ist jetzt die, ich habe halt nur 5 Tinte. Mhm. Das ist schon ein bisschen wenig. aber schwierig. Ist schwierig. Na, ich habe ja noch keine Tinte gespielt. Ist ja schon mal okay. Das ist richtig. Machen wir mal so. Ich hole mir mal mit der Elsa die Cruella. Okay. Genau. Dann werde ich mit dem Effekt von der Cruella deine Elsa auf die Hand zurückschicken. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich hoffe es auch. So. Wenn nicht, habe ich vorhin schön angepriesen. Man kann sich durchlesen, wie sie jetzt genau gewertet ist. Und dann mache ich die Elsa zur Tinte. Boah, na, da hat sie mich outplayed. Wild. Wild, wild, wild. Und die Malfitz kann nichts machen. Ah, ich habe 1 zu wenig für Wunderspiegel. Schade. Na gut, passt. Dann bist du dran. Dankeschön, mein Tintenvorrat wird bereit gemacht. Okay, dann wird mein Goofy hier questen gehen. Questen und das Schild macht ihn wieder bereit. Ich weiß zwar nicht, ob das einen Unterschied macht gegen das Deck, aber... Wir werden es sehen. So, ja. Malefiz getrocknet. Hm. Bitter. Bitter. Auch das könnten sie machen, ja. Theoretisch. Theoretisch schon, aber ich habe darüber nachgedacht, ich würde es nicht gut finden. Nein, also bei Locana sehe ich wirklich nur die Trickfilme und die animierten Sachen. Ja. Das wäre, aber es wäre schon irgendwie auch. Das cool. Würde mich auch überraschen. Die Leute von Ravensburger waren jetzt auch nicht so. Wir machen definitiv Star Wars. Also. Ja. Gibt es nicht eins? Kommt nicht? Soll nicht ein Star Wars Trading Card? Oder gibt es nicht eins? Es gab schon mal eins und ja. Ich glaube, es soll auch noch eins kommen. Ich glaube nämlich, dass da noch eins, dass ich da was gelesen habe. Für 3 spiele ich. Ich habe Freunde im Schattenreich. Ein super Film. Ist ein richtig guter Film, ja. Der einfach zeigt, Hustlen ist gut. Okay. Wenn das jetzt so ist, mache ich ein Maui zur Tinte.
Und für 4 Okay. benutze ich meinen Spiegel, ziehe Jetzt haben wir eine gedacht, da weitere kommt Karte. noch irgendwas Unfaires. Ziehe eine weitere Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann gehe ich mit der Malefiz Question. Oh, 5. Und du bist dran. Danke sehr. So, da, Goofy, was machen wir? Hier? Uff. Na, das sind immer diese schwierigen Entscheidungen. Schon wieder Hutmacher gegen. Ich glaube, ich werde einmal hier questen. Ich werde einfach die Nase was ausspielen. Sie nicht zur Tinte machen. Mehrwendige Charaktere. Bitteschön. Okay. Schauen wir mal, ob du den Ska dazu bringen kannst, was für dich zu singen. Mal schauen, ob ich das kann. Ob ich das will. Danke. Bitte. Was hat denn der für einen Text unten eigentlich? Ah. Was wollt ihr wissen, o Königin? Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich mache den Zauberbesen zur Tinte. Dann gehe ich einmal mit der Malefiz questen. Ja. Und dann spiele ich für 3, 6, 7. Seid bereit für den Coup des Jahrhunderts. Seid bereit Nein. für den größten Dirk. Nein, jetzt habe ich mich verdammt Text verloren. Da, ist tiptoeing. Ich meine, Englisch-Deutsch-Dings geht durcheinander. So, meine Malefiz leider auch Maya. Ja, die ist auch Die ist futsch. alle tot. Tot, tot, tot. Das wird auch oft gefragt, ob sei bereit auch die eigenen Charaktere betrifft. Ja, weil Natürlich. da steht drauf, verbanne alle Alle. Charaktere. Gut, und für ein Tinte kann ich nicht viel machen und du bist dran. Dankeschön. Ich bin gespannt, ob sie in was? Sapphire, so heißt das, noch einen ähnlichen Effekt machen, wo du alle Charaktere zur Tinte verwandelst. In Sapphire, Ja. was heißt das? In Blau. Ach so. Ob sie in Blau noch einen Effekt Blau, machen, der okay. ist für. Weißt, weil die Ach haben so, ja. Saphir. Ja, Ja, ich bin, Entschuldige, sorry. Saphir, Ja, ich Blau, war jetzt gerade, Sapphire. ja, ich war Das gerade ist Englisch-Deutsch voll. wieder, gell? Ja, ich Weil war die haben ja also Brain AFK. in Rot, Ruby, Rubin. Rubin gibt es ja das Drachenfeuer und in Blau gibt es das Let It Go. Ja. Rot hat die große Malefiz, Ja. die zerstört, und Blau hat den Hades, der zur Tinte macht. Ja, stimmt. Und Rot hat verbanne alle Charaktere. Vielleicht gibt es mal ein blaues, Das mach auch alle alles. Charaktere zur Ja, Tinte, ne? ja. Das wäre Boah, das wäre interessant. arg. Bitteschön. Ich bin. Flynn Rider und weiter geht's. Der charmante Lümmel. Er ist schon ein Süßer. Ah, den Film muss ich auch mal wieder anschauen. Also Schon sehr wirklich. lustig. Ich finde das sehr schön, dass du so ein fundiertes Disney-Wissen hast. Ja, also muss man ja. Find ich sehr, sehr anregend. Als Lorcaner-Experte, ne, muss man ja sich auskennen. Aber wie machen wir Was ist denn dein, um dich jetzt komplett aus dem denn? Gedankenprozess Ja. rauszubringen, was ist denn dein Lieblings-Disney-Film? Mein Ja. Lieblings-Disney-Film, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage und Ja. eine sehr, sehr schwierige Ja. Frage. Ich weiß. Puh. Ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die da sofort eine Antwort drauf haben. Also Ja, zumindest mit Leuten, es mit denen gibt ich so, gesprochen weil vor habe, allem, es ist dann immer so ein, du sagst einen Film und dann sagt jemand, aber was ist denn mit, und du so, ja. oh, stimmt, den Ah habe ich ja ja, gerade den gibt es gar auch nicht noch, genannt, den ja. gibt es ja auch noch. Aber ich würde so sagen, also, ich glaube so mitunter König der Löwen halt einfach wegen den Klassiker. Songs, Klassiker. Pocahontas ist auch sehr weit vorne mit dabei. Zum Beispiel Schön und das Biest kann ich Ja. überhaupt nicht ab. Das ist so gar Wirklich. nicht mein Film Aber das eigentlich, ist bei mir ja. schon Top 5, muss man Ja. sagen. Das habe ich sehr viel geschaut früher. Und ich weiß, es ist halt jetzt erst. Ist es wegen dem Stockholm-Syndrom oder so? Oder Ach, weil da so nein, die nein, nein. Frau Ich. eingesperrt Nein, wird? nein, 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 nein. Das gar nicht. Es ist einfach nicht mein. Also ich finde, der Film dazwischen. Die Oder Songs sind. creepen dich die singenden Teetassen aus? Die Songs sind halt gut, aber der Film dazwischen ist nicht so gut. Also ich finde halt die Songs gut, aber den Film nicht. Ich finde, der Gaston ist halt schon noch ein sehr witziger Bösewicht gemacht. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum die nicht will, die Belle. You heard it here first. Sie soll sich nicht so. Ich habe mir gedacht, Sie soll sich mal nicht so. so Ich habe mir gedacht, soll sie anstellen. nicht so anstellen? Ja, der sorgt für sie. Natürlich ist er so ein Arsch, ja. Aber sie will ja eh ihre Bücher lesen und sowas. Das kann ja. Ihr kann es ja scheißegal sein, ob der Dude den ganzen Tag jagen geht. Ich wäre einfach nur so. Also wisst ihr, ich würde dann einfach so mein Leben parallel zu dem leben. Und mit einfach kein. Mir wurscht sein, was der Dude will. Hauptsache, es gibt Ein dann. interessanter Ansatz. So.
Und jetzt ist die so, der Feminismus verlässt meinen Körper. So, ich spiele jetzt für 7 eine Ursula. Und wenn du diesen Charakter auswählst, genau, alle gegnerischen Mitspieler, eine Legende verlierst du jetzt. Und du kriegst aber auch noch was. Ich krieg auch noch was? Mhm. Ah ja, darf ich noch mehr Text. Genau, auch, ne? Stimmt. Ja, ja. Danke. So. So fair muss man sein. Mhm. Und die Uhr vom Kaninchen mache ich zur Tinte. Mhm. Und dann bist du dran. Jawohl. Das sind immer Entscheidungen, ich sag's dir. Naja, mein Flynn Rider wird einmal 2 Legenden sammeln und dann werde ich einen Goofy ausspielen. Ach, schon wieder so ein Goofy. Mehr von diesen wendigen Goofies. Leuten, bitteschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Was hast du vor? Was habe ich so, vor? Achso, haha, 9, ja. Ich muss schon nur mal zählen. Ja, ja. Damit ich weiß, was ich auf, wie viel ich auf der Hand habe. So, ob sich der Drache ausgeht. Also, ob sich der. Geht er sich schon aus? Die Antwort ist ja. Findet es heraus. Im nächsten Video. Und dann der Abspann. 25 Minuten lang. Okay, also ja, für. Warte, ich habe noch nichts getintet. Ich tinte mal den Aladdin. Mhm. Er ist der dritte Aladdin, der hier getintet wird. Ja, der ist ein bisschen. Ah, Aladdin mag ich eigentlich auch recht gern. Das ist auch ein Film, den ich gern habe. 6, 7, 8, 9. Und du weißt, was passiert. Drei Aladdins. Malefiz. Okay. Es kommt die Malefiz. Und zerstört mein Flynn Rider, oder? Nein, die zerstört dein Goofy. Ja. Der darf mal schön bitte schauen, gehen. Das war ein kurzer Auftritt. Ja. Dem sein Wingsuit ist nicht aufgegangen. Nein. Oder er hat die in der Luft getroffen. Das ist ja auch nicht so praktisch. Also, so wie bei... Achso, ich will nicht spoilern. Vielleicht hat ja, haben die Leute noch nicht House of the Dragon geschaut. Da wird nämlich auch einer voll in der Luft vom Drachen zerrissen. Also, wenn man das jetzt noch nicht geschaut hat, selbe Schuld, ganz ehrlich. Ja, voll. Ich finde, es gibt da so einen Zeitabschnitt. Du hast schon 12. Mhm. Boah, eigentlich müsste ich schon... Aber das Coole ist, egal welche Hand du mir zurückschickst, 2 sind 14. Ich habe dann 5. Ich sehe schon, die Back ist bei diesen Additionsrechnungen richtig gut. Und das auch bei Zahlenraum über 10. Ja, was ist denn dieser Disrespect da gerade, hä? Wir haben ja schon festgestellt, Feminismus ist eh keiner vorhanden. Nein, okay, passt. Ich gehe mit der Ursula. Die hat. Die macht 3 Legenden, was ist eigentlich falsch mit der? Ja, die macht 3 Legenden. Die macht diese 3 Legenden auch. Und dann bist du dran. Ich muss sagen, diese bei der Arbeit Leute hier, die machen ihren Job nicht so toll. Du bist das noch gar nicht auf meine Sleeves eingegangen. Du wolltest eigentlich da ein bisschen was sagen, gell? Ja, wobei ich habe festgestellt, ich habe dich urgedisst, aber ich habe festgestellt, es waren nur deine Promos in den anderen Sleeves. Ah, okay, passt. Darum habe ich mir das gespart. Okay. In Wirklichkeit, also deine Sleeves, die sind schön matt hinten, ja. Meine sind glatt, das ist... Ja, das ist ein Zustand, mit dem ich hier arbeiten muss. Das ist richtig. Ich hab gedacht, unter solchen Bedingungen arbeite ich normalerweise nicht. Ich bin in meinem Trailer. Ja, alles nicht so leibend hier, muss man sagen. Ah, Flynn Boy. Los geht's. Let's go. Und ich glaube, ich werde jetzt eine Grinsekatze legen. Weil mit der dürftest du dich schwer tun, die zu verbannen. Also, kannst du schon machen, ne? Ja, aber ja, kann ich schon machen. Bitteschön. Passt. Deine Ursula kann sie nicht einmal verbannen in einem Schlag. Na, die Ursula ist... Dass sie für so wenig hinhaut. Ja, eigentlich schon, aber sie ist halt fett dafür. Also... Nicht von Body Shame, also nicht. Was wir euch heute hier am Kanal präsentieren, das ist ja antifeministische Aussagen, das ist ja ganz schlimm, Body Shaming, dann findet sie Aladdin auch noch gut, weißt du, da wird sie eine Minderjährige entführt auf dem fliegenden Teppich, weil das minderjährig, fix gegen das Speed Limit verstößt, also der ist fix nicht minderjährig, also das Min ist minderjährig, genau. Die dürft sie nicht wollen, just saying, so, also, Info-Channel hier. Für 3, ja, spiele ich, das geht sich hier alles aus, ja passt. Spiele ich Freunde im Schattenreich. Ja, mehr darf Karten. Noch mal 2 Karten ziehen. Wunderbar. Mhm. Eben jetzt übrigens diesen Abschnitt des Spiels erwischt, in dem das Control-Deck gerne operiert, wie ihr vielleicht mitbekommt. Mhm. Während ich hier mit meinen Genies
Achso, der kann ja nicht. Scheiße. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lass ich mal 5 mal die Kinder. Das sind 2 weg. Eine alte Frau kocht Rüben. Ja. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall. Passt, dann machen wir. Gaston zur Tinte. Mhm. Zuerst noch gelobt. Ja, ja, jetzt darf er Tinte werden. Vertintet. Er wird vertintet. 3. Dann spiele ich für. Ich hätte zuerst so machen sollen. 3. Jetzt habe ich noch 5, das passt. Dann spiele ich für 3. Mhm. Nochmal Freunde im Schattenreich. Mhm. Hol mir nochmal 2 Karten. Eigentlich ist das cool. So, und dann. Ja. Spiele ich für die restlichen 5, die ich noch habe. Mhm. Schreibt es mal in die Kommentare rein, was ihr so macht, wenn eure Mitspieler mehr Spaß beim Spiel haben und ihr nur so daneben sitzt, tut sie dann am Handy rum, geht sie weg, macht sie eine Klopause, was tut sie da so in der Zeit? Und ich spiele das Drachenfeuer für die 5. Ja, klar, die Grinsekatze, natürlich. Und das sind jetzt 5. 7. Ich weiß jetzt nicht, wie gescheit, aber ich glaube, es ist schon gescheit. Die hat 8 und macht den Flynn auch kaputt. Ah, die macht 3. Dann haut die Malefiz. Mhm. Achso, warte mal, anders. Ich gehe zuerst mit der Ursula questen. Mhm. 1, 2, 3. Mhm. Und die Malefiz haut dann auf den Flynn. Ziemlich böse. Ja, also der ist richtig gemein. Gemeiert. Dann darfst du eine Karte abwerfen. Ah, ich muss eine abwerfen. Das war ja das. Genau, jetzt passt ja. Genau. Und der Gaston darf weg. So. Weiter geht's? Ja. Oder ja. Machst du noch was? Nein, nein, Entschuldigung. Okay. Ja, es hat jetzt einfach ein sehr langer Zug. Ja, wenn man mehr Optionen hat. Ach, Gott sei Dank. Schau, endlich kann ich was machen. Ja, das ist alles hier ein bisschen. Ich werde das trotzdem machen müssen. Ich werde eine Naseweiß zur Tinte machen und dann werde ich einen Genie bei der Arbeit ausspielen, um deine Ursula zurück auf die Hand zu schicken. Mhm. Dann bist du dran. Okay. Die macht mir hier zu viele Legenden. Die macht zu viele Legenden, die Frau. Ja, ist auch eine Legende. Aber sie stiehlt mir auch Legenden. Ja, das ist leider so nicht so toll, die in die Hand zurückzuschicken. Ja, passt. Dann machen wir mal 6. 7. Holen Was Sie halt nochmal. Was kommt noch mal. Denn hier? Ja, eine Ursula. So, ich verliere wieder eine Legende. Ja, ich darf eine Karte ziehen. Mhm. Schade. Gott sei Dank ist mein Genie wendig. Ja. Was man von deinen Charakteren nicht unbedingt sagen kann, ja. Na, das sind sie tatsächlich nicht. Ich würde fast die kann dem Malefiz nicht wendig sein. Ich würde eigentlich fast sagen, die sind das Gegenteil von wendig, wenn man sich die so anschaut. Denn Genie macht 2. Mhm. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Aber geswendig, genau. Das heißt, das bringt mir auch nichts und der ist nicht bereit. Das heißt, eine Elsa wäre jetzt eigentlich cool gewesen. Aber wäre auch wurscht gewesen, weil der ist ja wendig. Ich muss das nur von mir vorsagen, weil das ist echt wichtig, dass man wieder... Weil ja, vor allem, es ist gut, wenn du deine Gedankenprozesse mit den mit dem Gegner teilst. Also mit den Zusehern. Zusehern gut, teilst. Genau. Und deswegen mache ich jetzt das meist beirrende Spiel noch zur Tinte. Also, die habe ich noch nicht verwendet. Entschuldigung. Das sind dann 5. Jawohl. Jetzt verwende ich sie aber. Mhm. Und hol mir trotzdem den Maui. Den Maui. Mhm. Wobei eigentlich ist das dumm. Darf ich nochmal umtun? Na bitte, tu nochmal um. Ich nehme nur 4. Okay. Und hol mir lieber den Mickey. Der Mickey. Ja. Mhm. Gut. Ja. Ja. Ich habe keinen Maui, vergisse diesen. Ja, können wir ja das raus so cutten? Das ist nicht passiert. Ich spiele den Mickey für 4 Tinte. Tinte. Den Maui, den du seit 5 Runden in der Hand hast. Ja, du ich weiß nicht, was ich mit dem machen will. So, die Malefiz hat noch nichts gemacht, aber ja, die macht jetzt was. 2 Legende. Zwar geht sie 2 Legenden holen. Mhm. 1, 2. Jawohl. Ja, bist du schon in Führung. Das ist gar nicht so toll. Passiert noch was? Nein, ich weiß du bist nicht, dran. Ja, ja, nein, 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 hast, du warst ne, dran. Ich weiß nicht, ja, dass ja das eine Maui ist. Und das andere sei bereit. Du musst jetzt. Bitte. Ja.
schon meine Malefiz töten. Wieso muss ich die Malefiz töten? Oder zumindest irgendwas. Ja, irgendwas machen werde ich schon. Muss ja. Irgendwas, ich irgendwas, schon machen, irgendwas ja. Muss ja jetzt passieren. Ja. Ja, diese Ursula ist leider schon sehr nervig, muss man sagen. Die ist echt. Ich fürchte, ich muss trotzdem den Genie ausspielen. Wieso habe ich diese Karte so auf dem Deck? Ursula auf die Hand zurückschicken und dann werde ich für zwei Legenden sammeln. Bitteschön. Jetzt wird es wieder richtig knapp, Mann. So, die sind ja alle ready to go. Ja, dass diese Ursula jedes Mal eine Legende stillt. Das ist schon bitter. Chaos. Cool. Sonst könnte ich nächste Runde schon gewinnen, ne? Ja, ja, ja. Zwei Legenden gestohlen. Ja. So, warte mal, ich muss jetzt das ein bisschen schöner machen, weil sonst weiß ich nie, wie viel Tinte ich habe. Wobei ich jetzt auch schon Leute gesehen habe, die sich das mit einem Würfel anzeigen, dass sie es wissen, so an der Seite. So, das ist nämlich ganz schön viel Tinte. Jetzt muss ich kurz zählen. 3 gebe ich dafür aus, und ich nehme mich dafür. Und das ist nämlich wichtig. Okay, wir spielen mal 3 für die Freunde im Schattenreich. Ja. Kriege ich nochmal 2 Karten. Ist eigentlich auch nett, weil dann kann. Ich glaube, das ist sogar besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt eine gute Wahl ist. Weil ich hoffe, dass ich das halt richtig verstehe. Also wenn ich jetzt die Elsa ausspiele, ja, na sicher, natürlich. Na dann klar, sind ja. Beide eingefroren quasi. Ja. Und sie können dann in der nächsten Runde, du kannst wenn in der nächsten, können gemacht. Sie nicht questen. Sie werden oder nicht bereit gemacht. Sie werden nicht bereit. Am Anfang der Runde. Am Anfang der Runde. Sie werden nicht bereit gemacht. Also das heißt, sie werden nicht zurückgetappt. Genau, sie werden nicht enttappt. Ja. Das heißt, sie würden beide. Sie bleiben beide so am Anfang der Runde. Am Anfang der Runde. Das heißt, du bräuchtest dann eine Karte, um sie wieder ready zu machen. Und genau, ja wie da. Zum Beispiel hier, ja. Oh. So ein Scheiß. Das heißt, du könntest aber beide ich kann wieder. Nur einen aber du kannst ready nur machen. Eine ich ready kann machen. Nur einen für 3 Tinte ready einen machen. Für ready. Das heißt, okay. Aber es ist dann trotzdem, einer ist ready, dann geht der für 2. Wo sind deine Handkarten? Hier. Das ist eine Handkarte. Eine Handkarte, aber es ist eine gute. Ist eine gute, das ist eine okay. Gute Handkarte. Ist eine gute Handkarte, okay. Das ist wirklich eine gute Handkarte, aber da lüge ich wirklich nicht. Schau, ich zeig's euch hier. Das ist wirklich eine gute Handkarte. Scheiße. Ja, ich sag, er hat besseres Pokerface. Weil die Sache ist jetzt die, was ist besser, dass ich halt quasi die Ursula spiele und dann verliert er einen Punkt. Punkt. Also einen Lore. Oder ich spiele die Elsa und er kann dann nur mit einem Genie questen gehen, macht halt ein bisschen mehr. Ich glaube, es kommt eigentlich aufs selbe hinaus, um ganz ehrlich zu sein. Aber die Ursula geht du auch meinst, für 3. Du gewinnst so oder so? Nein, es, das ist lore-technisch nicht, glaube ich, nämlich, dass, weil wenn du jetzt eins verlierst, dann hast du 14. Und wenn du dann jetzt mit beiden gehst, dann hast du 18. Also wenn ich die Ursula spiele und wenn ich die Elsa spiele, wobei dann wärst du auf 19. Weil dann verlierst du ja keinen. Schwierig. Egal, wir gehen mit der Ursula. Ich glaube, das ist jetzt diese, wo man die Spielerfahrung braucht, dass man einfach mal ausprobiert und spielt und ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht. Werden wir dann sehen. In der nächsten Folge. Von also ich spiele halt für 7, 6, 7 die Ursula. Ich verliere wieder eine Legende, gehe auf 14. Ich darf noch vermeintlich eine Karte ziehen. Habe ich schon was getintet? Oh Gott, der Zug ist schon so lang, ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Tinte bitte noch was, wenn du möchtest. Damit du deinen Wunderspiegel noch aktivieren kannst. Ah ja, dann habe ich gar nicht gedacht, ich habe es ausgespielt. Ja, dann tinten wir. Nein, ich habe schon getintet. Ich habe. Was war es? Was habe ich denn? Habe ich nicht einen Besen oder sowas getintet? Ich weiß gar nicht mehr. Ein Besen, wenn du Mickey Mouse hast? Nein, das habe ich wirklich nicht getintet. Naja, das glaube ich auch nicht. Den habe ich den Dings getintet, den
Merlin? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du was getintet, ohne es mir zu zeigen. Auch möglich. George. Na, das glaube ich nicht. Na gut, ich tinte noch den... Nein, scheiß auf, ich weiß nicht. Ist meine Schuld, ich mach zu lang. Ist wurscht. Ist mein Fehler. So, du bist dran. Achso, warte mal. Nein, ich muss ja noch was tun. So, die ist jetzt hier. Ich bin dran? Ah, okay. Nein. Also, meine Malefiz hier. Ja. Ich wollte gerade sagen. Die müssen ja noch trocknen. So, die geht jetzt hier nochmal für zwei. Nee, die Mickey Maus liegt, glaube ich, schon. Nee, um Gottes Willen. Nein, die Mickey Maus liegt schon in der Runde. Die liegt schon? Ah, perfekto. Ja. Siehst du, weil so viele Karten wir hatten, wir brauchen ein größeres Blatt hier, Singens. Das ist ja furchtbar. So, die geht jetzt für vier. Let's go. Let's go. So. So da. Ja, die Mickey Maus war schon, stimmt. True. Du bist. Was brauchen wir jetzt alles? Also eine gute Karte haben wir ja schon mal. Mhm. Haben wir gesagt. Das ist auch eine gute Karte. Ich finde es schön, dass du das auch so nimmst, die Karte. Ja, das sehe ich. Weil das ist so. Ich finde das voll elegant. Dankeschön, danke. Ja. Also ich habe jetzt auch einem anderen Spieler so zugeschaut, der macht das so schön, der nimmt das immer so, dann legt er das und der hat, oh, das ist wie, als würde der... Und sein Ball ist auch organisiert, ja, und so, total. Und es liegt nicht, alles es liegt nicht so drum. Ja, ja, genau, es ist richtig schön, nicht so chaotisch. Man weiß nicht, ob das der Friedhof ist oder das. Was ist eigentlich mit diesem Spiegel? Ja, der weiß auch nicht genau, was er will. So, das ist... Ja, schau, wir werden das einfach so machen. Ich werde hier einmal eine Grinsekarte spielen. Ja. Dann werden meine beiden Genies deine Mickey Maus herausfordern. Beides? Ja. Ah ja, okay. Dann werde ich meinen einen Genie bereit machen. Ja. Und deine Malefiz herausfordern. Okay, warte, wie viel macht denn der? Drei. Das heißt, ich habe jetzt vier Schaden. Mhm. Und dann bist du dran. Oh je. Na, wie macht man da jetzt? Was könnte hier noch passieren? Ich möchte noch wissen, was noch für eine Karte ist. Ah ja, schau. Da wäre noch eine Elsa gekommen. Ach, diese Ursula. Zu viele Legenden gestohlen, würde ich sagen. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber ich hätte jetzt noch so urschön für drei die Elsa gespielt. Da war sechs. Hätte man noch machen können, sie dann zu einer geilen Elsa. Mhm. Alles wegtappen. Das heißt, hätte noch alles hier so. Und dann, ja. Dann Big Boss Ursula. Die Big Boss Ursula. Und Malefiz gewinnen. Sie gewinnen das. Ta 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 ta. Ah. Ja. Wieder knapp, aber diese Ursula, die ist nervig, ja. Mhm. Und die Genies fühlen sich auch noch gar nicht so gut an gegen das, weil das ist so, die zurückschicken. Ja, ist eigentlich gar nicht die so. Die zurückschicken, das ist gar nicht so kaputt, geil. Ja, was wäre noch Ding? Ja. Ja. Was wäre deine nächste Karte noch gewesen? Ah, nochmal ein Flynn. Der Flynn-Boy. Der Jasper. Die wären auch ja, gut die gewesen. Jasper sind richtig. Die hätte ich Mutter auch weiß mehr. Boah. Ja, also das Mutter hätte weiß ich, mehr. Hätte ich jetzt vor das hättest noch du wirklich. Das hättest du. Das hätte ich gebraucht, damit das ich das Rennen gewesen. Gewinne. Ja. Aber manchmal ist es halt echt so, dieses Kartenglück gehört halt auch dazu. Ein bisschen. Das ist halt schon. Du aber war auch schon gut gespielt, muss man sagen. Kann man nichts sagen. Danke vielmals. Hat alles gepasst. Dankeschön. Das so motiviert der mich sehr. Dem, was, wie oft habe ich den benutzt? Ich sage auch, der ist so. Ja, hast du ihn schon einmal benutzt? Ja, ich glaube zweimal, oder? Wenn überhaupt. Das kann ich da. Das andere wäre vielleicht besser gewesen. Muss ich noch überlegen. Wenn wir uns anschauen. Perfekto. Na gut. Becky, ich sage vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön für die Einladung. euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt es wie immer liken, subscriben, kommentieren, das Glockensymbol anklicken. Was sind wir alles auf Facebook, YouTube und Twitter/X? Instagram. Tolle Hüllen. Ihr könnt am Wochenende, Samstag, Sonntag, Locana im Shop spielen kommen. Ja, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, servus. Ciao. Sehr gut. Hüllen, Alter. Ja, das ist ja richtig. Ich wollte es gerade schön hin, aber das ist ja. They were crap. Wow. Das ist schon ein cooles Deck.